Hallo, mein Name ist Michael Mertens. Ich bin selbstständiger Steuerberater aus Hamburg und möchte dir heute näher bringen, warum du in deiner Startup-Welt auch mit einer Holding quasi gründen solltest, warum eine Holding auch für dich wichtig sein kann. Mit einer Holding, was verbinden wir da? Wir verbinden auf einmal große Konstrukte, internationale Sachverhalte und eigentlich haben wir es immer mit einem Konzern zu tun. Doch auch du als mittelständischer Unternehmer, als Startup-Unternehmer, für dich ist es wichtig, mit einer Holding zu beginnen. Und bevor ich dazu komme, um dir zu erzählen, was die Vorteile einer Holding eigentlich sind, möchte ich dir einmal kurz näher bringen, was überhaupt eine Holding ist. Die Holding ist keine eigene Rechtsform. Die Holdingstruktur, so nennt man es, ist eine Organisationsform. Wir haben oben eine Muttergesellschaft und diese Muttergesellschaft ist immer an einer Tochtergesellschaft beteiligt. Die hält quasi die Anteile. Und wer ist die Tochter? Die Tochter ist das Startup-Unternehmen. Das ist deine Geburt, sage ich mal. Das ist dein Unternehmen. Und normalerweise ist es so, du bist an deinem Unternehmen beteiligt, direkt beteiligt als natürliche Person. Und in diese Kette wird jetzt eine Holding zwischengeschaltet. Das heißt, wir haben es zukünftig mit drei Personen zu tun. Einmal mit dir. Du hältst deine Anteile an einer Holding. Die Holding ist typischerweise eine Kapitalgesellschaft, entweder eine UG oder eine GmbH. Und diese Holding hält wiederum die Anteile an deinem Startup-Unternehmen, was typischerweise auch in der Rechtsform einer GmbH oder einer UG gegründet ist. Und warum sollte man das machen? Gerade in der Startup-Welt haben wir viele Unternehmen, die am Anfang schon wissen, okay, wir gehen zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Exit. Das heißt, wir verkaufen unsere Unternehmensanteile, wir verkaufen das Unternehmen. Und genau wenn das geplant ist, solltest du von vornherein eine Holdingstruktur aufbauen. Warum? Weil dieser Veräußerungsgewinn, den du durch deinen Exit erzielen wirst, dieser Veräußerungsgewinn ist im Rahmen einer Holdingstruktur zu 98% steuerfrei. Das lass auf deiner Zunge einmal vergehen. Wir haben einen Veräußerungsgewinn, der hoffentlich relativ hoch ist, weil du viele stille Reserven aufgebaut hast. Und dieser Veräußerungsgewinn ist zu knapp 98% steuerfrei. Wenn du die Beteiligung direkt als natürliche Person hältst, dann haben wir den Veräußerungsgewinn komplett deiner Ertragssteuer, deiner persönlichen Einkommensteuer zu unterwerfen. Zwar auch nur aufgrund des Teileinkünfteverfahrens mit 60%, aber 60% vom Veräußerungsgewinn mal persönlichen Steuersatz ist immer eine Menge Steuerbelastung. Bei der Holding 98% steuerfrei. Wie kommt es dazu? Das Körperschaftsteuergesetz kennt hier eine besondere Regelung, die sagt, vom Veräußerungsgewinn sind 95% steuerfrei. Das heißt, wir haben noch 5% des Veräußerungsgewinns, das der Körperschaftsteuer unterliegt. Und die Körperschaftsteuer 15% plus den Solidaritätszuschlag mit 5,5% ergibt nachher eine effektive Steuerbelastung von 2% des Veräußerungsgewinns. Das heißt, 98% der Liquidität bleibt dir erhalten. Und das Schöne ist, du kannst somit komplett deinen Veräußerungsgewinn reinvestieren. Und zwar komplett quasi steuerfrei. Ein extrem wichtiger Vorteil der Holding. Ein weiterer Vorteil der Holdingstruktur sind Haftungsmaßnahmen. Das Besondere ist nämlich, dass die Muttergesellschaft, sofern die Gewinne von der Tochter, also von deinem Startup-Unternehmen bereits auf Ebene der Holding sind, nicht mehr für bestimmte Sachen der Tochter haftet. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, du hast das Geld aus dem Feuer geholt. Und ein dritter wichtiger Grund für die Holding ist die Anonymität. Wenn man ein größeres Konflikt einfach aufbaut, ist nicht genau ersichtlich, wer hinter dem Unternehmen steckt. Und das möchte man ja auch nicht immer zeigen, wer hinter einem bestimmten Unternehmen steckt. Das heißt, die Holding bietet uns Anonymität. Jetzt haben wir drei extreme Vorteile. Hauptvorteil ist die Steuerersparnis. Frage, gibt es Nachteile? Es gibt Nachteile, ja. Das ist einerseits, du hast noch eine weitere Buchhaltung. Also du hast zwei Unternehmen, wo du die Buchhaltung machen musst. Einmal die operativ tätige Tochter, dein Startup und einmal die Holding. Wir haben einen weiteren Jahresabschluss und wir haben weitere Steuererklärungen. Aber das ist nicht weiter dramatisch, weil auf Ebene der Holding passiert ja nichts. Da wird nur die Beteiligung am Startup-Unternehmen gehalten, sonst haben wir keine Geschäftsvorfälle, sodass die Buchhaltung in Anführungsstrichen zu vernachlässigen ist und der Jahresabschluss nachher ein Knopfdruckprodukt ist. Wichtig!
Was hinzukommt ist, wir haben leider doppelte Gründungskosten. Das heißt einmal dein Startup, die Gründungskosten für den Notar etc. Und das Ganze müssen wir einmal auch bei der Holding machen. Die Holding typischerweise leicht zu gründen als UG, andererseits auch als GmbH möglich, aber die UG mit 1 Euro Stammkapital zu gründen, ist Liquidität schon, besser geht es eigentlich gar nicht. Was ist jetzt, wenn du aber gerade eine Startup-Unternehmerwelt betreibst, sage ich einfach mal so, aber noch nicht in einer Holding-Struktur bist? Das Schöne ist, wir kommen über das sogenannte Umwandlungssteuerrecht steuerneutral auch in die Holdingstruktur rein, das ist kein Problem. Wir haben nur ein Problem, du müsstest 7 Jahre auf die Veräußerung warten quasi, das sind sogenannte 7 Sperrjahre, damit du einen steuerfreien Veräußerungsgewinn erwirtschaftest. Daher umso wichtiger, gründe von vornherein mit einer Holding, weil wenn du veräußerst, dann haben wir eine Steuerfreiheit gewährleistet. Wichtig. Die Gründung funktioniert ganz normal ab zum Notar, die typischen Gründungskosten und wie gesagt, bei einer UG sind die Gründungskosten relativ gering, weil wir mit einem geringen Stammkapital an Start gehen können. Das heißt, die Holding bietet uns extreme Vorteile. Die Holding ist bisher bekannt bei den großen Konzernen in der internationalen Welt, aber sie wird auch wichtig für die Startup-Szene. Sie ist bisher noch ein unbekanntes, ich nenne es mal so, Vehikel. Wir haben kleine Nachteile, aber die Nachteile werden durch die Steuervorteile einfach aufgebraucht, sodass es perfekt ist, wenn du deine Holding gründest. Ich danke dir und freue mich jetzt schon sehr, dir im nächsten Video weitere tolle Steuertipps zu geben. Wow, das waren wieder mal Tipps, die wir super gebrauchen können. Ich würde mich total freuen, wenn du einen Kommentar hier lässt oder wenn du eine Frage hast, dann können wir die direkt hier beantworten. Ansonsten, klar, freue ich mich natürlich auch sehr darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst.